So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019. Ah, ich habe wieder nichts zu trinken am Start. Oder? Doch, ich habe Wasser. Okay, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019. Wir machen heute weiter mit dem Qualifikationstraining an diesem Samstag. Wir haben 14 Uhr. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, die echte Formel 1 läuft, glaube ich, auch mit parallel nebenbei. Aber ich hoffe natürlich, dass ihr auch die Zeit findet, hier auf meinem Kanal mal reinzuschauen. Hier mit Formel 1 2019. Wir sind drin im Qualifying, im dritten Saisonlauf. Wir sind in China. Das Training sah schon ganz, ganz gut aus. Also die Soft- bzw. die Medium scheinen wohl mehr die Option dafür zu sein. Die harten Reifen eher nicht. Da haben wir nicht so wirklich gutes Ergebnis geholt. Aber wie gesagt, mit Soft- und Medium sind wir eigentlich mittlerweile gut dabei. Und mal schauen, was die Soft-Reifen im Qualifying heute raushauen. Ja, auf geht's, liebe Leute. Willkommen in Shanghai, China, zu einer zweifelsohne fantastischen Formel 1 Qualifying Session. Die Vorbereitung der Teams auf das heutige Qualifying laufen derzeit garantiert auf Hochtouren. In den vorherigen Trainingssessions gab es einige beeindruckende Zeiten. Stefan Römer, glaubst du, dass wir auch heute solch ein hohes Niveau erleben werden? Das will ich doch hoffen. Die Konkurrenz hier ist äußerst stark. Und ich denke, wir werden heute extrem kurze Abstände erleben. Beim Training geht es nicht nur um die schnellsten Rundenzeiten. Es geht ums Optimieren und um das Überprüfen von Entscheidungen. Kleine Fehler sind ja keine große Sache. Im Qualifying ändert sich das. Dort muss man die perfekte Runde fahren, sonst spürt man die Konsequenzen. Glaub mir, das erhöht den Druck gewaltig. Genau so ist es. Wie gesagt, damit herzlich willkommen auch nochmal auf der Strecke. Wir sind jetzt gleich dabei. So. Also, Soft wird wahrscheinlich die einzige Option sein. Gucken, wie uns heute danach ist. Also wie wir uns heute qualifizieren hier unserem Williams. Upsi, ein bisschen zu schnell runtergeschaltet. Ja, den Schuh kann man natürlich knicken, dann ist die Runde wahrscheinlich auch schon durch. So, müssen wir mal gucken, aber wie gesagt, wir werden eh keinen Sprint ganz nach vorne machen. Das ist schon klar. Für die Spitze wird es definitiv nicht reichen. So, hier schön runter in den fünften Gang. Ich hoffe, wir sind sogar knapp dran an, ich weiß, Magnus, glaube ich, war das. Ich habe das aber nicht richtig eben erkannt. Von Magnussen auf jeden Fall, den haben wir schon mal kassiert. Ja.
Sofort ist es Alex Albon. So, muss ich gerade mal ein bisschen runterschalten, damit ich den... Gut, den Hamilton, das war mir eh klar irgendwie, dass ich den nicht kassieren kann. Das war... Das ist auch nicht keine Überraschung, das ist okay. Ein Mercedes sollte eigentlich in der Lage sein, den Williams locker zu packen heute. Beziehungsweise in dieser... Weil die zweite Runde scheinbar deutlich besser wird. Fahrer vor mir. Du musst das vielleicht nochmal strecken, dass wir den Renault gepackt bekommen. Kommen wir leider nicht dran. Schade, dazwischen war mal die Zeit da, dass wir den packen könnten. Our best lap so far is a 137.4. So. So, wir sind momentan auf Moin. Die 37,4, also wir sind dran an den beiden Renault. Dass wir den Sprung nach vorne machen können in Richtung Red Bull Ferrari, das wird wahrscheinlich nicht machbar sein. Aber in die Richtung. Wir wollen ja mit dem Auto irgendwann mal wieder Richtung vierte Kraft gehen. Und das ist mit sehr riesig. Und dann sind wir fünfte Kraft. We're 13th in the speed trap. 328.5 kilometers per hour. Und vor allen Dingen fast anderthalb Sekunden vor unserem Teamkollegen. Wir haben auch unsere beiden Formel 2 Fahrer mitgeschlagen, wie Lukas Weber und Devin Butler. Die meinen, haben wir beide noch locker hinter uns gelassen. Sainz, Raikön, Perez, Stroll, also die Red Force India dabei, Norris und McLaren hinter uns, oder beziehungsweise beide McLaren dabei, beide Haas hinter uns, also das ist schon mal ganz okay. Ja, momentan ist natürlich gerade erstmal wieder ein bisschen Low-Phase, also weil halt jetzt auch ein paar Minuten Pause ist. Wobei Bottas wahrscheinlich auch in die Box gehen wird. So, wir gucken mal, was auf der Strecke geht. Vielleicht mit dem Auto noch einen Tick nach vorne. Nochmal einen frischen Satz. Damit haben wir gesagt 9. Also wenn wir die Renault packen wollen, dann müssen wir tatsächlich nochmal einen Schritt nach vorne tun. Na, der Schwung ist jetzt wieder weg. Für Filmchen. Der hat ein bisschen eine Zeit, ein bisschen.
tabs of fuel left. Ich hoffe, das wird sich nochmal wegwerfen. Sind wir hinter dem einen Mitbull? Das war der Plan an der Sache. Und das war der Plan an der Sache. Den Sprung mal auf Platz 7 gemacht mit dem Auto. Beste Platzierung momentan. West 7th in the speed trap, 332.8 kilometers per hour. So, mal gucken. Jetzt müssen sich Ricciardo und Hülkenberg beide natürlich nochmal einen ordentlichen Schub strecken. Das haben wir nämlich gerade gemacht mit der guten halben Sekunde. Das haben wir mal. Also mal nur noch eine Minute 18. Also wir können jetzt auch nicht mehr uns wehren. Wir können jetzt auch tatsächlich nicht mehr uns wehren. Also wir müssen. Wir haben einen neuen Satz Reifen. Quasi eine Runde alt. Ja, wenn wir noch ein bisschen was geholt hätten in der letzten Sekunde, dann wären wir vielleicht sogar Sechster geworden. Aber das ist ja Platz 8, Platz 7 ist ein gutes Ergebnis, definitiv. Da bin ich uns sehr zufrieden. Letzte Minute läuft auf jeden Fall. Alle wollen mal auf die Strecke. Ja, mal gucken. Our best lap so far is a 1 minute 36.9. Aber ist also jetzt im Moment warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Die ist abgelaufen. Siebter. Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Leclerc und Sebastian Vettel. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Das war eine tolle Qualifying-Session für Sie. Denken Sie, Sie werden diese Leistung im Rennen wiederholen können? Na, das machen wir mal. Das Auto scheint sich ein bisschen besser zu entwickeln. Die Saison hat gerade erst begonnen. Was glauben Sie, wie sie für Sie verlaufen wird? Eben, wollte gerade sagen. Fahrt um den Titel. Klasse, das war dann alles. Über den erreichen wird natürlich eine andere Frage sein, aber Hauptsache wir haben den Titel. Rivalität haben wir gerade keine. Wir arbeiten uns langsam wieder ein bisschen ran. Gut gemacht. Das war eine tolle Leistung im Qualifying. So, das Rennen wird übrigens auch trocken werden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play F1 2019. Dann mit dem Rennen hier aus China. Tschüss.